Hey, oder Maxi, und hier sind wir schon wieder zu einer weiteren Folge Terraria Heavy Modded. Wir sind direkt da, wo wir aufgehört haben. Und ich schaue mich mal jetzt um. Wo schaue ich mich denn mal um? In der Sky, weil die Stars natürlich cooler geworden sind. Sieht man ja auch noch in der Anzeige hier. The Stars are Brightening. Ich vermute mal, dass es irgendwas mit den Himmelsinseln zu tun hat, bin mir aber nicht sicher. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht spawnt ja einfach irgendwas. Nehmen wir eine schöne Gravi-Potion mit. Und Granit und so gucken wir uns natürlich auch noch an. Weil da brauchen wir wahrscheinlich auch noch ein paar Teile. Für diese komischen Bosse, die da spawnen sollten. Ah, jetzt habe ich mich verklickt, aber total. Hier war ja nichts. Hier waren die zwei Inseln und da war eine vernünftige Insel. Und vielleicht spawnt es ja, wenn ich einfach nur nach oben fliege. Ja, bin natürlich ein bisschen schneller im Fallen. Wegen der Aerolith-Rüstung. So, schauen wir mal. Auch cool, wie die Skeletons hier so. Ah, da ist schon was. Was ist das denn? Bone Harpy. Das wird sein. Ah, das ist die Jewel Crown. Können wir den doch direkt mal beschwören. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Den Ancient Flyer. Okay, der schießt hier so durch. Ja, der. Der macht aber auch schon übel. Ah, das sind die Kugeln von Supreme Calamitous. Alter, wie viel will der denn noch beschwören von seinen Gehilfen, ey? Kriegt er das nicht alleine hin, oder? Ich muss mal ein bisschen rauszoomen, damit ich den auch die ganze Zeit sehe. Jo, mit Splinter Shots wäre es natürlich wesentlich einfacher gegangen, aber die kann ich ja echt nicht immer alle zusammenfarmen irgendwie. Da haben wir noch schon. Ah, alles leer. Schade. Mega Sandsturm. Erstmal gucken, was in der Box ist. Wo war er denn? Da ist er. Ancient Flyer. War sogar noch vor Skeleton. Okay. Ja, ist nice. Hat er noch? Okay. Und die Fossil Feather, die wir brauchen. Ja. Aufstiegsgeschwindigkeit, ja, ist besser, ne? Weiß nicht, ob ich die dann
Gegenzug zu denen nehmen soll. Mal schauen, wie das stackt. Schon besser als nichts, ne? Na, aber ich glaube, ich lasse es so, wie es vorher war. Ja, sehr sexy sehen wir damit aus. So, damit machen wir doch dieses, na, ich hatte doch gesehen, dass wir da irgendwas draus machen. War doch von dem Starplate Rider, oder? Starplate Beacon. Starplate Beacon. Ja, dafür brauchen wir die. Und Energized Metal, das ist bestimmt von irgendeinem von diesem Energy Storm wahrscheinlich. Müssen wir uns ja so oder so anschauen. Das kommt aber erstmal hier rein und dann gehen wir mal in einen Granit-Bereich. Haben wir hier unten. Und schauen mal, was da so spawnt. So, kann ich das von hier aus erreichen? Ja. Muss ja. Nehme ich mal die Pilze mit. Dann laufen wir da mal hin. Falls wir nicht vorher verbrennen, elendig. Nee, gibt trotzdem den Debuff, okay. Schade. Ja, da sind sie schon. Oh. Eradicator. Fused Slime. Aber der war, glaube ich, schon vorher, ne? Meine ich zumindest. Er zeigt den nicht an. Und was man daraus machen kann. Ah, vielleicht sollte ich das wegtun. Dann macht er das auch wieder. Ja, Unstable Core. Wie viel brauche ich denn davon? 4. Was sind das für Waffen? Crossbow, Chest Guard. Oh. Die sind natürlich hart. Ist ja auch Granit, ne? Subwoofer. Sonst noch irgendwas Cooles? Pickaxe. Ist sie besser als die? Nee. Reflektor. Hier unten sind die gespawnt, schade. Was haben wir hier? Ein Snapper. Oh, wollen wir doch mal nach oben gehen? Den Core fertig machen. Zack, zack. Core. Summons a storm of dangerous energy. Only usable in deep underground. Kann ich den im Mushroom-Biom machen? Das ist ja auch sehr tief underground, aber vielleicht geht es auch nur im Granit-Biom. Was natürlich logisch wäre irgendwie. Mal schauen. Nee. Das geht nicht. Dann wird es wahrscheinlich nur im Granit gehen. Geht's hier? Nee. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Oder vielleicht geht's auch nur ganz unten. Also in der Hell. Aber ich schätze, es muss einfach ein Granitbiom sein. Werde ich mir aber mal ein bisschen Licht erstmal hier machen. Und ein bisschen abbauen.
damit ich hier ein bisschen Platz habe. Zumindest die Blöcke entfernen. Ja, die auch. So, und das muss ich auch irgendwie überbauen, damit ich mich da nicht umbringe. So, machen meine Minions auch was? Ja, machen sie. Es sah nämlich so aus, als ob sie nichts machen würden. Ja, zum Ausweichen reicht es natürlich nicht, ne? Okay, das geht. Oh, shit. Was habe ich mir angetan? Hast du gedacht? Ja, okay, jetzt hat er mich. Ja, jetzt will er aber wissen. Kurz vor Ende nochmal. Das war ein nicer Boss, ey. Das hat Laune gemacht. So, was haben wir denn hier? Lightning Rod, okay. Okay, ist das so stationary oder was? Ja. Auch nicht schlecht. So. Das haben wir. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gefunden. Ich gehe erstmal hier weg, damit ich nicht immer ausweichen muss. So, dalle. Dann machen wir hier mal Deposit All. So. While equipped, energy will slowly seep out and attack nearby enemies. Okay. Storm Bolter, Range Damage. Ist schon nice. Turns Musket Ball into Homing Energy Balls, sogar auf Unreal. Mal schauen. Das ist nice. Ich weiß nicht, ob die besser ist als die Mini Shark. Ich habe da schon üble Modifier drauf, ne? So ist das nicht. Aber ich könnte die ja so verwenden. Ja, nice. Cool. Ja, die Bosse sind echt schon nice. So, wen haben wir denn jetzt?
Dann können wir jetzt eigentlich auch den Starblade Rider machen, oder? Brauchten wir dafür nochmal Starblade Beacon? Starblade. Nee, dafür brauche ich Energized Metal und das kriege ich. Cockspider und Cockworker. Sind die vielleicht im Marble? Mal eben schauen, vielleicht kriege ich das ja irgendwie über die Wiki raus. Cockrider. Spirit Mod. Oh. Den findet man an der Surface, also der spawnt einfach so. Dann muss ich ja eigentlich nur Glück haben, dass sie spawnen. Was brauche ich nochmal für den Firecore? Firecore. Was fehlte mir? Fire Essence und die Fire Elemental. Hatte ich nicht schon mal Fire Essence gefunden? Spawnt bestimmt in der Underworld. Ja, dann wird es auch so sein. Buried Champion. Ancient Blade. Muss man die finden? Usable in Deep Underground. Ancient. Da haben wir sie. Bronze Alloy Fragments und die sind von. Ah, okay, dann ist das Marble. Marble versus Capcom. Hier hatten wir dann Marble. Direkt am Spawn, das ist sehr nice. Ab geht's. Nur nicht vorbeirasen. Ja. Springen muss gelernt sein, ne? Jetzt müssen die Boys nur noch spawnen. Wo habe ich das hier weggelegt? Das ist natürlich nicht so gut. Nicht nur irgendwo anders ein Marble-Bereich. Ja, hier war einer. Ich meine mal eher so einen größeren oder so. Weil hier spawnt ja so gut wie nichts leider. Die Waffe wieder. Hatte ich das schon? Kryolith? Ich glaube schon, oder? Nee. Hammax. Pickaxe. Okay, die ist aber nicht so gut. Warum hast du denn den Blaster hier? Ja, war an der Offhand. Das ist cool. Ich weiß natürlich nicht, wie zielsuchend die sind. Ah, doch schon. Das ist eigentlich von Vorteil, ne?
Oh, das ist easy. Als Supportwaffe natürlich mega. Ah, da haben wir ein Desert Elemental. Und ein Knietrion ist, glaube ich, gespawnt. Mag das sein? Ja. Sind wir schon wieder voll hier. Ist der Spawn auch einfach nicht so nice. Ancient Marble Chunk. Und ich daraus. Achso, die Marble Rüstung. Eignet sich auch gut, um irgendwie eine Area auszuleuchten, ne? Gladiator Leggings. Und Bronze Alloy. Brauche ich davon 4, okay. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, dass es den Boss spawnt. Auch hier wieder hätte ich erst ein bisschen die Arena vorbereiten sollen, ne? Okay, der war wesentlich einfacher als der zuvor. Schon wieder irgendwelche Wings. Oh, nice. Na ju, dann mal back on track. Das kann ruhig die Pause. Oh, wir sind bald wieder voll. Loot. Deposit. Aber sind alles Sachen, die wir schon haben. Zum Glück, ey. Ah, jetzt ist es ein bisschen voller geworden. So, wer war das denn von den Boys? Buried Champion, okay. Infernus, Alpha Cactus Wurm. Quest from Huntmaster, found in the underground desert or use a succulent cactus meal. Mal eben schauen. Zuck. Zuck. Ja, da fehlen mir Bones. Ja, dann. Holen wir doch mal Bones, wird eh Zeit. Wir müssen ja die Schlüssel haben.
Ah, und dieser Spiritualist ist arrived. Ist der hier hinten gespawnt oder was? Ja. Nee, das ist der Die Trader. Wollen wir denn den Spiritualist? Gucken, ist der das? Nee, das ist der Jeweler. Alchemist. Enchanter. Da. Balthasar. Gucken, was der Balthasar so anzubieten hat. Hey, was geht? Was hat er so im Shop? Healer Class, okay. Altar. Healer Class. Und was ist hier? Guardian Angel. Okay, Purified Shards. Mal eben zum Enchanter gehen. Das ist ein Arena Shop. Ach so, cool. Dann kann ich mir eine Arena zusammenbauen. Das ist ja nice. Ah, der verkauft die auch. Cool. Wer ist er denn? Adventurer. Hat er das schon vorher angeboten? Ich glaube schon. Ja, so viele NPCs, da weiß man gar nicht, wer was macht. So, aber ich wollte mir Enchantments holen. Brauche ich dafür nochmal Runen oder so, ne? Nee. Shit, wo haben wir es denn? Kein Siegel. Glyph. Okay. So, war er das nicht? Shop. Ja. Can only the channel will gain honey. Drenched user in honey. Okay. Veil. Attack speed. Armor Penetration. Sanguine fand ich eigentlich ganz nice. Ah, wie hatte ich das nochmal gemacht? Genau. So. Jetzt habe ich auf beiden auch wieder den Life Leech. Und dann können wir mal in den Dungeon gehen. Weil wir brauchen ja Bones und die Schlüssel. Oh shit, ich bin hier runtergefallen. Das ist nicht so gut. Oh, ich habe Kopfschmerzen des Todes, ey. Und dann spielst du PC? Wie kannst du? Piu. Eigentlich hätte ich die schon gerne zweimal, aber ich glaube, Shark ist besser. Also wenn man direkte Treffer machen kann. Kam da von oben irgendwas angeschossen? Ja, oder? Oder spinne ich jetzt komplett? Ah ne, das sind die Knochen von. Okay. Wollte schon sagen, hä? Das wäre kurios. Meine kleinen Helferlein, ey. Tschüss. Donjon, wir kommen. Ah, das ist doch ein schönes Bild. Von einem Hundi. Das hat mich getroffen. Irgendwas. Das ist ja mal nice generiert, ey.
Oh, eine neue Trap. Wie cool ist das denn, ey? Ich will dieses Bild für meine Collection. Oh, wer ist er denn? Raging Minotaur. Ah, da ist die Tontechnikerin. Thorns Potion. Sehr nice. Wer ist er? Shadow Slugger. The Slugger. In legendär. Okay, das ist einfach nur ein normales Schwert. Hallo! Schon wieder so viele neue Boys, ey. Oh nein, ich wurde festgehalten wieder mal. Oh nein, der Mechanik wurde getötet, die Arme. Gerade erst befreit, schon tot. Tut mir natürlich leid für die. What the fuck? Dungeon Cube. Junge, Junge, Junge. Golden Key. Und Baller Chain. Decrease Defense. Was ist das denn? Alter. Ich muss eben meine gute Piggy Bank aufräumen. Damit ich mir das ganze Zeug hier wieder einheimsen kann. Jelly! Wieder ein Golden Key. Boah, Big Bones. Cool. Dungeon Token. Blue Moon, was haben wir hier? Bone Welder, okay. Midnight Oil. Ach komm. Keine falsche Bescheidenheit. Minotaur Skull. Equipable. Increase your max number of minions und minion damage increased, okay. Dark Steel Core. Movement Speed, Movement Speed. Cool, cool. Ach, der setzt mich immer außer Kraft. Cool. Ja, das ist echt nice. Ich wollte schon gerade sagen, was ist ein Blue Brick? Aber das ist einfach nur ein Brick. Wer hätte das gedacht? Crazy. Das ist mal ein nices Dungeon Layout, ehrlich. Undead Wisp. Hä,
Handgun. Ja, gut all. Hab ich eigentlich noch einen Key? Sieht schlecht aus. Ah ne, ich hab nur welche jetzt. Witching Table. Cube. Magic Missile. Bonewelder haben wir ja. Zack, 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 zack. Cobalt Shield. Sehr schön. Aber wir brauchen noch ein Shadow Key. Aber weißt du, ich hab's gesehen, ne? Aber habe ich es abgebaut? Nein, habe ich nicht. Dann haben wir hier Crimson Brutalist. Sickle of Animation. Showtime of the Vanishing. Das will ich mal ausprobieren. Ja, okay, so werde ich das nicht ausprobieren können. Hier ist eine offene Kiste. Here we go. Starheart. Magic Grenade. Moon Gauntlet. Okay. Ah, das war ein versteckter. Watershot. Ja, so langsam kann ich nichts mehr halten, ne? Ich hätte schon gerne einen Shadow Key, bevor ich heraus bin. Aber wenn das Inventar gleich mega voll ist, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu gehen. Akkoscepter. Schade. Ist das ganz normales Enchanted Erz oder was? Ja. Oh, das ist auch ein nices Bild. Ich möchte dieses Bild für meine Sammlung. Powered by Birds. Das glaube ich gleich erstmal wegbringe. Oh nein, ich bin verwirrt. Gibt's das? Ist nur eine ganz normale Kiste. Okay, Golden Key.
Oh, eine Chest-Statue, ey. Cool, dann können wir Mimics spawnen. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wieder kein Glück, ey. Muramasa. Oh, hier sind die Biomkisten, sehr schön. Hier ist noch eine Golden. Da haben wir ihn. Und dann bin ich auch erstmal wieder hier raus. Ciao! So, die Keys behalte ich erstmal hier, Terrest, Alchemie-Table, gegen was tausche ich das denn mal? Erstmal die Living Loom raus und dann Deposit All. Da ist mein Speicher schon wieder voll, ey. Müssen wir ein paar Upgrades dann machen. Das behalte ich erstmal. Das auch. Der Rest. Ja. Sieht ein bisschen mau aus. Mal gucken. Upgrade. Crimtane, Hellstone könnte ich machen. Oder auch nicht. Kann ich kein Hellstone mehr herstellen? Hellstone. Nein. Weil ich habe zu wenig Hellstone. Okay. Habe ich denn genug für einen weiteren Storage? Storage. Ja, sehr schön. Dann kann ich direkt noch ein Dämonit-Upgrade machen. Dann habe ich erstmal wieder ein klein bisschen Platz. So, der Bewitching Table. Wo tue ich den denn mal hin? Hier. So oft werde ich den ja nicht nutzen. Aus dem Cobalt Shield kann ich mir eigentlich Obsidian Shield machen und aus dem Obsidian Shield dann das Ankh Shield. Also ich glaube nicht, dass ich alles jetzt direkt machen kann, aber hey. So, ich glaube, ja. Ich habe noch ein paar Bilder weggetan. Das wollte ich natürlich nicht. Und die Actionfigur vom Skeletron habe ich nicht aufgestellt, ey. Ich schäme mich. So, dann gucken wir nochmal. So. Actionfigur. Oh, das ist einfach nur so ein Schädel. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas machen, wenn man die verkabelt. Das wäre eigentlich auch cool. So, weißt du, so wie in so Rollercoastern. Sparky, oh. Das ist aber ein großes Teil. Weiß ich gar nicht, wo ich das hinhängen soll. Ach, das ist so schön so. Das ist klein. Das ist wieder riesig. Das kommt dann hier hin. Ja. Und das ist auch wieder riesig. Dann mache ich das einmal weg. Nee, das nicht. Das kommt hier
Ah, ne, geht nicht. Kann ich das hier hin? Ja. Und das andere daneben. Lake of Fire. Eine tolle Bildersammlung. Wahnsinn, ich bin begeistert. Ja, nice. Wieder eine mega lange Folge, sehr schön. Was wollte ich machen? Obsidian Schild erstmal herstellen. Und daraus kann ich dann Angstschild machen, aber dafür brauche ich erstmal einen Angstcharm. Oh, hier kann man mehr machen. Obsidian Scale. Ferner Bulwark. Sonos Determination. Maximum Life. Damage Immunity. Firewall. The Dash Doom Shield. Okay. Aber Angstschild wird schon besser sein, weil damit ich die Calamity-Sachen machen kann. Oh, hier ist auch was Neues. Thorium Defender. Da weiß man gar nicht, was wirklich das besser ist. Celestial Turn Soldier in a Werewolf. Absorbs Damage dann to your team. Twilight Suit. 40 Deep Defense. Alter. Energy Diode. Das ist ein Equipable. Magic Increase, Movement Increase. Das ist ja relativ schwach eigentlich. Ja, nee, ich mach Asgard's Vella. Asgardian Aegis. Oh, Asgardian Aegis ist hier drin. Colossus Soul. Chance to instantly heal back 50% of any damage taken. 20% damage reduction. Was braucht man dafür denn? Ach, die ganzen Shield. Krass, Mann. Und das Sponge wird da drin vereint. Asgardian Aegis. Colossus Soul. Die können wir nochmal. Soul of Dimensions. Das vereint alle Souls, Alter. Wie mache ich die Supersonic Soul? Mit allen Schuhen aus allen Mods und allen Mounts. Hey, das wird so nice, ne? Soul of Dimensions, wenn du die zusammen hast. Hör mir auf, ey. Krasse Scheiße, da freue ich mich schon drauf. Cool. So, das geht erstmal hier rein. Wie viel Munition wir einfach verschießen, ne? So, das einmal wieder beschwören. Das kann da rein, damit wir auch nicht zu wenig Money haben. Und dann machen wir noch einen Boss, oder? Alpha Cactus Wurm wollten wir noch machen. Und dann ist erstmal wieder Schluss für die Folge. Oh, Demon Altar. Ja, kann ich da einen craften, oder? Gehen doch irgendwie Demon. Can be placed. Okay, Soul of Night. Mal eben gucken, was ich dafür brauchte. Succulent Cactus und Bones. Suck! Und Bone. Und ein Demon Altar ist schnell ausfindig gemacht. Habe ich nicht in der Nähe irgendwo einen? Nämlich Pots. Normalerweise hat man ja immer in der Nähe einen. Aber ich wohl nicht. Oder ich habe zu wenig gesucht. Ja, dann gehe ich halt in die Krimson. In die Korruption. Skeleton Army und Biene. Jetzt ist schon wieder so der Zeitpunkt des Bots, wo sich das wieder so turnt. Ich sage ja immer, erst ist das so ein bisschen langweilig und langsam und ab irgendeinem Zeitpunkt macht es halt mega Laune. Meistens ist es immer so ab Skeleton oder Hard Mode. Mega.
Und jetzt habe ich so viel gelabert, dass ich dran vorbeigelaufen bin. Naja. Machen wir mal zwei, damit ich nicht nochmal bei einem Verlust hier langrennen muss. So, eins, zwei. Und dann. Was? Back. Da werden wir den Kaktuswurm mal machen. Gut, ich habe jetzt keine Piercing-Waffe dabei. Aber ich hoffe, das wird trotzdem gut funktionieren. Hier eine kleine Plattform zum Glück. Oh, das geht nicht. Ach, in Underground Desert. Okay. Dann muss ich mir aber eine kleine Aussparung machen. Also so gegen den Fighten, weiß ich nicht, das so hinhaut. Tschu, tschu, tschu. Eine Underground Desert habe ich gar nicht. Oder sind wir schon hier? Zählt das schon als Underground Desert? Oder ist das erst jetzt hier? Nee, müsste doch hier sein eigentlich. Ich beschwör mal ein, just for fun. Ja, war hier. Da kommt er ja erstmal ein Kniedevion mit. Ist das dein Ernst? Ey, Alpha Kaktuswurm. Bisher machst du ja nicht so viel, ne? Außer 10 Damage. Vielleicht schießt der ja übel oder so. Oder hat zwei Phasen, wer weiß. Ja, natürlich hat er zwei Phasen. Alter. Alter, das ist gruselig, Mann. Hör mir auf. Das ist echt gruselig. Vor allen Dingen, wie der sich bewegt, Mann. Jetzt kann ich nur noch den Kopf machen? Nee. Ich bin. Okay, das war echt knapp, Mann. Alter. Hör mir auf. Gruselig. Sehr, sehr gruselig. So, wo kann ich denn eigentlich diese Quest-Items abgeben? Hier bei ihm? Nee. Bestimmt bei einem anderen von diesem Mod. Hier? Nee, kann ich einen Sandstone beschwören? Wer bist du nochmal? Ja, du verkaufst auch die Tränke. Beim Koch? Nee. Ein Storyteller? Oh, der hat jetzt Waffen. Okay. Housing. Wen haben wir denn? Cook, Confused Zombie, Brewer, Jeweler, Adventurer. Weiß ich gar nicht. Ist mir auch Latte gerade. So, hat er eigentlich irgendwas? Restoration Potion, Desert Token? Irgendwas verloren? Nee. Grand Worm Trophy, Mask und Cactus Hook. Hold the grapple button to have the hook go through tiles. Pulls you through tiles. Hey, wie geil ist das denn, Mann? Das ist nice.
Hör mir auf, ey. Das ist echt nice. Kaktus Power, Kaktus Worm Mask. Ja, ich sehe echt fancy damit aus. Ey. Mal eben gucken, was länger ist. Beides gleich eigentlich. Dann werde ich lieber das Kaktus-Ding benutzen. Das ist mega, Mann. Mega Man. Richtig cool, Mann. Das wurde. Ey. Hör mir auf! Okay, Star Scouter. Skylands, Archeron und dann Wall of Flesh. Also wir haben noch einiges vor uns, bevor wir in Hard Mode gehen, das ist natürlich nice. Die anderen werde ich auch nochmal machen. Sind wir zwar jetzt ein bisschen overpowered, glaube ich, aber das macht nichts. Dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, euer Mike Z.